melden uns heute aus der Zentrale zurück mit einem neuen Essensvideo. Und zwar machen wir diesmal das Format salzig versus süßes Essen. Ich glaube, es wird sich mehr nur um Süßigkeiten handeln. Also ich weiß, weil ich die Produkte mit unter anderem eingekauft habe. Es wird sich so mehr um Süßigkeiten und so handeln, weil es ist halt schwer, was Süßes und was Salziges zu finden. Gibt es auch ein Getränk irgendwie wegen Salz? Ich glaube, das haben wir nicht gekauft. Ich weiß nicht alles, weil drei Sachen habe ich mir ausgesucht. Drei oder zwei Sachen hat deine Schwester sich ausgesucht. Okay. Deswegen weiß ich leider nicht alles. Bevor das Video beginnt, lasst auf jeden Fall ein Like da und abonniert. Viele von euch abonnieren nicht. Ich check nicht, warum. Ihr müsst nur auf Abo-Button drücken. Das bringt euch nur Vorteile und gebt den Creator-Code. John Wick im Itemshop ein. Das müsst ihr jetzt nicht unbedingt machen, aber wäre natürlich Liebe. Aber ein Abo wird uns gut tun. Und doch, Creator-Code John Wick. Und ich würde sagen, wir starten dann heute im Video, oder? Ja! Oh mein Gott, ich habe die ganze Decke fast mitgezogen. Das Ding ist, ich habe die ja drauf getan, ne? Mhm. Und das war am Anfang hier war voll viel Luft, ich muss das alles rausmachen. Ja, meins oben voll warm, unten voll kalt. Meins nicht. Ja doch, deins oben auch wärmer als unten. Ja, ich glaube, weil, ich weiß nicht, warum. Du musst mal zum Friseur, Alter, was ist mit deinen Haaren nein, los? Das ist extra. Ja, ist extra, okay. Willst du tauschen? Du kannst durchmischen, wenn du willst. Ich guck weg. Frag mal, ich hab Studentenfutter hier gefunden. Das lag mir einfach rum. Kann ich? Ja. Ich nehm deins, du nimmst nein, meins. Nein, Abi, Abi. Warum? Ich hab geguckt, dass er drunter ist. Du darfst nicht gucken. Ja. Was ist denn drunter? Ja, du magst, drei, ich mag das nicht. Zwei, eins, go. Was ist das denn? Tweet? Ja, das war oh mein Gott, John, das ist übel lecker. Ich mag du hast das salzig nicht. Gezogen. Das ist richtig extrem lecker, Leute. Ich glaube, 90% der Leute kennen das gar nicht, oder? Ich glaube. Das sind so Brezelstücke getrocknet mit so einer Marinade außen drum. Ja, zeig ich mal. Karamell, oh, was ich habe, ich kenne das gar nicht. Ich glaube, das ist auf Amerika, oder? Ja, ich glaube auch. Ist das nicht dieses Reese's Bar? Nein, Tweet steht hier. Ich glaube, das ist so ein Fake-Produkt von diesem Reese's. Oh, guck mal, wie geil die aussehen. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Meine sehen leider nicht so geil aus, aber wir müssen leider probieren. Bah! Das schmeckt zwar, ich glaube, ich das heute Mittag nicht meins. Schmeckt dir das nicht? Nein. Ich finde, die sind extrem lecker. Würde ich davon 10 Stück essen, ich würde, glaube ich, kotzen, weil wenn mir dadurch schlecht wird. So. So. Ich mache wieder meine Augen zu. Ja. Du darfst aussuchen. Also guck bitte aber nicht, misch einfach nur. Ich halte die Decke fest. Kann ich? Warte. Okay, jetzt. Ene, mene, miste, skopp in der Kiste. Ene, mene, weg und du bist weg. Wenn du bist weg, dann krieg ich den. Hä? So, drei, ich krieg den hier. Weißt du, was ich an diesem Spiel nicht checke, was du machst? Ja. Immer wo man anfängt, endet man auch. Und dann sagt er, entweder gibt es dann die Möglichkeit, ja, ich nehme das oder ich nehme das andere. Dann kannst du auch direkt sagen, ja, schlimm, die war das. Ja. Ja. Man endet ja. Eh immer bei seinem eigenen, wenn man das richtig macht. Ey, man muss, ja, das macht Sinn. Komm, 3, 2, 1, go! Oh mein Gott, John! Ey, das Ding ist... Ich habe, glaube ich, das beste Produkt des Abends gezogen, beziehungsweise des Vormittags gerade. Ferrero Rocher. Ich weiß aber, als kleines Kind, wenn wir die hatten, so, ich dachte immer, die sind so voll krass und so voll wertvoll. Da habe ich immer ja, so weil eins das Gold außen. Ja, ja, weil man denkt als kleines Kind, das ist so richtig viel wert. Deswegen isst man nur so eins oder so und die schmecken aber auch noch richtig baba. Ey, Leute, das ist so, glaube ich, mit guck mal, die krasse Erfindung. Tag ist zwar auch geil, aber das ist definitiv geiler meiner Meinung nach. Aber das ist Sauercreme-Geschmack, AB. Ja, soll ja sauer sein, also salzig. Okay, ich probiere. Mein Gott. Leute, das ist, ich freue mich gerade so, ne? Das auch ein bisschen. Eigentlich, ich liebe Sour Cream, ne? Aber einmal. Ich glaube, du hättest aber trotzdem lieber das hier jetzt gehabt, ne? Mhm. Oh, das schmeckt. Wirklich? Ja, also, naja. Boah. Wenn man einen Tag essen will, dann würde man nicht das holen, aber das schmeckt schon. Du bist gerade im Himmel, ne? Das schmeckt so lecker, ne? Mhm. Ich gucke mir gerade zum ersten Mal so richtig an, wie das drin gebaut ist. Da das ist die Hülle. Ich habe vorher mal die Hülle abgezogen. Dann ist irgendwie noch eine Hülle, dann ist Schokolade, dann kommt wieder eine Hülle und dann kommt diese Erdnuss. Einmal, ich habe die erste Hülle mal nur abgebissen, so. Mhm. Dann haben wir mal so gegessen, das schmeckt voll geil da. Mhm. Boah. Und das schmeckt eigentlich auch, aber wenn man Takt essen will, also wenn man diesen Taktgeschmack haben will, weiß ich mal, diesen Keksgeschmack. Ja, ja, dann schmeckt das halt nicht so, aber das schmeckt. Ich würde mir so den gerne noch einen zweiten gönnen, aber mach es nicht, weil das eine ordentliche Kalorienbombe ist. Bitte mal probieren, also darfst gar nicht, ne? Ja, wow! Das ist jetzt gerade sehr schön. Ich mache meine Augen zu, ne? Und ich sag, guck mal, das ist 2, das ist 1, okay, du kannst tauschen. Also dein Satz ist 2x1. Nein. Was nimmst du, deine Seite oder meine Seite? Meine Seite. Du nimmst deine Seite, okay, komm. 3, 2, 1,
Welche sind das? Mal, nein, ich mag das Original nicht. Ich mag nicht. Die zwar, aber das sind so die schlechtesten von den Pringles. Ja, weißt, ich mag so die gar nicht. Basics. Weißt das Ding du? Ist lila. Ich weiß noch früher mit Ablan, ne? Ja. Weil also gab es schon mal diese Fake Pringles, ne? Und die hatten so eine lilane Version, ja, und die war unnormal geil. Und seitdem liebe ich auch diese lilanen Pringles. Die lilanen Pringles, Leute, vertraut mir. Die schmecken auch unnormal gut. Ja, Leute, das schmeckt einfach nach nichts. Bisschen Salz, bisschen Kartoffel, das war's. Die sind, glaube ich, richtig süß auch noch so, ne? Mhm. Was kannst du gewinnen? Xbox Game Pass. Hier kannst du nichts gewinnen. Junge, holt euch niemals Essen. Das ist doch geil. Football. Every 90 Minutes Smartball kannst du hier gewinnen. Aber Leute, ganz ehrlich, das sind so... Hat da schon irgendjemand mal gewonnen? Ich hab noch niemanden gehört, der da gewonnen hat. Also nichts. Das sind die schlechtesten Pringles überhaupt. Die schmecken nicht mal, wie du gesagt hast, aber... Ich glaube, nach den Grünen finde ich persönlich die am geilsten. Also ja, die Grünen so? Ich kenne die gar nicht. Die schmecken... Das ist eigentlich voll deins, als auf Barbecue. Die sehen geil aus. Ja, guck mal, ich mach den Unterschied an. Zeig mal. Guck mal, ich mach den Unterschied an. Das Ding ist, die schmecken auch richtig würzig. Komm, probier mal. Du hast ja wirklich noch nie gegessen? Nein. Probier mal. Ich, das ist dann dein Geschmack, aber ich weiß, wie die schmecken. Ich will die nicht essen. Also ich glaube, das war für dich, weil ich habe noch Barbecue-Geschmack, glaube ich. Dieses Rauchige von der Barbecue kommt auch durch. Die ist richtig rauchige, Mann. Das ist richtig geil. Ich liebe diesen Pringles. So, Leute, das kommt auf jeden Fall zum Munde, ne, John? Hä? Ja, das ist ein Stiel. Ey, warte. Das ist Zuckerwatte oder so, bestimmt. Du hast dann süß. Boah, ja. Aber meinst du, es ist schwer? Das kann nicht Zuckerwatte sein. Egal. Komm, du darfst das vor dir behalten, ja? Okay? Ja? Okay. Das ist bestimmt Zuckerwatte. Das, guck mal, nein, das ist schwer. Obwohl, das könnte auch der Teller sein. Ja, drei, okay. Zwei, eins, go! Oh mein Gott, was ist ein XXL-Lolli? Weißt du, was ich voll schade finde? An den, als in den Werbung damals dachte man immer, das wäre so ein Riesen. Weil die haben das so dargestellt, dass es ein Riesen-Lolli wäre. Ja. Also nur Mini-Lollis da drin. Das wäre voll geil, so ein Riesen-Lolli. Bei mir habe ich Rolands Brezeli. Traditionell geschlungen. Roland bewegt, Roland Busch. Ja, Mann. Roland Busch, Junge. Wenn die nicht schmecken, ne? Ich krieg meins nicht auf. Hä, warum? Ey, die Verpackung sieht übel edel aus, ne? Ja, mal gucken, ob es so edel schmeckt, ne? Ja. Brezeli, rein in die Olga. Gönn dir. Boah. Schmeckt. Und das sind, Leute, das sind die besten kleinen Brezel, Kribeka, die ich in meinem Leben gegessen habe. Ich meine das im Ernst. Ja. Leute, aber ich sage euch eins, das sind die besten Brezeli, die ich in meinem Leben gegessen habe. Ich krieg das nicht auf. Okay, mal gucken, wie es jetzt von innen aus. Wie geil! Ah, jetzt, das war einfach noch mehr Dings drin. Mhm. Das wäre voll geil, wenn es einen Geruch hätte. Ja, was ist da drin jetzt? Sind mehr Mini-Lollipops. Ich öffne es mal so, dass man das nicht. Ich hab's nicht hinbekommen. Ah, das ist voll schade, dass da nicht ein Riesenteil drin wäre. Ne? Das wäre viel besser. Was ist dein Favorit? Hey, wie sinnlos ist das denn? Welchen Geschmack mögt ihr am meisten? Ich mag Apple und diese Erdbeere. Erdbeere hier, die beiden mag ich unnormal. Weißt du, was stört? Ich hab eine Chemie gelernt. Ah, das fällt alles runter. Das. Diese dicken Dinger also sehr säuerlich sind. Ne? Das heißt, wenn du, kennst du, wenn du die so voll lang an deiner Wange hältst, dann fühlt die sich so rau an. Mhm. Das ist, weil das, das so ein bisschen wegätzt mäßig. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Hä? Du sagst gerade noch ja. Aber ich muss einmal fürs Video jetzt probieren. Leute, soll ich gar nicht Tipp Nummer 1 sagen? Lass dir im Mund nehmen und dann Wasser trinken. Klar, was du. Boah, du hast voll den geilen. Ich weiß, dass der lecker schmeckt. Und der? Weißt du warum? Dann kannst du hast irgendwie mehr Geschmack drauf. Keine Ahnung. Mit dem Mund feuchtig. Kommen wir zur nächsten Runde einfach. Wir haben ja noch eine. Darf ich den Mund behalten so lange? Ja, ja. Okay. Oh, next round. And last round, we say, ne? In Germany, we say. We say to last round. Spaß. Spaß. Weißt du, also unsere letzte Runde. Hoffen wir, dass jetzt am Ende richtig kracht. Aber es kann denn krass geil drin sein. Ich weiß gar nicht. Weiß auch nicht, warum es so ein Nutella Wrap irgendwie so, keine Ahnung. Wo hat ich? Willst du mischen? Mir ist egal, du darfst aussuchen. Okay, ich drehe mich um und du mischst, okay? Ich nehme das, was vor mir ist. Ich nehme auch dann. Dann muss ich ja das, was vor mir ist, nehmen, ne? Okay, 3, 2, 1. Go! Oh mein Gott, du hast wirklich das geilste Produkt gerade gezogen, was es gibt, ne? Ihr könnt. Warte. Sorry, Brudi, aber es gibt eine geilere Sache als ich und das ist Maxi King. Was hab ich dann? Hä, was ist das? Da sind Möhren drauf. Pasta Snack Bolognese. Muss ich das jetzt hinten? Leute, ich habe noch nie in meinem Leben eine 5-Minuten-Terrine gegessen. Noch nie. Ich schwöre es euch, das ist gerade das erste Mal, dass ich eine 5-Minuten-Terrine essen muss, ne? Da muss ich das essen. Boah, sieht nicht mal lecker aus. Schau ich das mal an. Ey, das ist das erste Mal, dass ich Maxi King wieder seit Monaten. Leute,
Digga, wenn Maxi King. Teigwaren, Tomaten, mal Pulver, Palmöl. Junge, da ist mehr Palmöl drin als Salz. Palmöl? Palmöl. Das ist gar nicht gut. Weißt du, was bei mir mehr drin ist? Bei mir ist mehr Fett drin als. Nee, bei mir ist mehr Kohlenhydrat drin als Zucker. Hä, das riecht aber so ein bisschen nach Spaghetti, ne? Halt. Das schmeckt auch eigentlich. Das Ding ist für die Wissenschaft, Leute. Für die Wissenschaft. Ich hab gekleckert. Ich hab nochmal gekleckert. Oh mein Gott. Mein Fuß brennt. Boah. Das Ding ist aber, es gibt halt Leute, die mögen Kinderpinguin mehr als Maxi King, ne? Film mal. Also mir gefällt mein Produkt. Schmeckt's dir nicht? Doch, Leute. Kauft euch das Produkt. Ist es kalt? Nein. Das ist warm, Mann. Ich hab meinen Fuß fast verbrannt. Das hat auf meinen Fuß gefallen. Ey. Abi, guck mal. Ich hab allgemein so einen Ekel vor so, Abi. Was du mit Wasser aufkochen musst. Guckt euch das mal an. Ich glaube, so eine Nudel wird gehen, wenn ich eine so. Weißt du, wie das überhaupt geht? Irgendwie man frittiert die Nudeln irgendwie vorher in Öl und deswegen funktioniert das. Ich glaube, deswegen ist auch Palmöl so viel drin. Aber Armin, weißt du was? Auf jeden Fall lasst auf jeden Fall ein Like da, abonniert den Kanal, willst du auch was sagen? Wir sehen uns beim nächsten Mal, dann gibt's wieder ein fettes Video. Und gönnt euch auch ein Maxi King, ne? Besten. Genau. Weißt du, es gibt ein Produkt, was geiler ist als Maxi King, Kinderjoy. Kinderjoy. Boah, das ist wirklich lecker. Also, obwohl die beiden sind gleich, aber es gibt nichts, was besser ist, finde ich, von Kinder. Egal, wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Tschö mit Ö.